sobald man eine kritische Masse erreicht, und bei uns sind es ja über 5000 Wohneinheiten, die wir bauen wollen, also ein Quartier für über 10.000 Menschen, das ist dann schon eine richtige Kleinstadt. Und da kann man dann richtig nachdenken über soziale Infrastruktur, dass wir hier die Kitas, die Schulen, die Nahversorgung mit drin haben. Also alles das, was man wirklich zum Leben braucht. An diesem schönen Maimorgen kommt mir ein Liedchen von Salvatore Adamo in den Kopf. Ein kleines Glück wird einmal groß. Und so ist das wohl auch mit Tegel. Aus dem Flughafen der Herzen wird eine ganze Republik. Die Urban Tech Republic. 20.000 Arbeitsplätze und Wohnungen für mindestens 10.000 Menschen werden entstehen. Forschung, Lehre und technische Innovationen sollen zu neuer Blüte geführt werden. Das Wohnquartier wird weitgehend autofrei. Bei Adamo heißt es übrigens weiter im Text, wenn du nur ein bisschen warten kannst, dann fällt das Glück auch in deinen Schoß. Stimmt. 9 Jahre lang mussten alle warten. Auch der Chef von Cianze, der unermüdliche Philipp Boutelier. Hallo lieber Philipp, sag auch, wie geht es? Sehr, sehr gut. Du bist doch eigentlich der glücklichste Stadtplaner der Welt, oder? Also wann bitteschön und wann das nächste Mal bekommt irgendwo auf diesem Planeten ein Stadtplaner die Möglichkeit, ein 20stel von Paris, 5% und ein 1/10 von Tel Aviv und von Manhattan neu zu gestalten. Gibt es das? Das ist doch ein Unikat. Es ist ein Geschenk, muss man sagen. Also zumindest in Europa kenne ich kein vergleichbares Projekt mit dieser Innenstadtnähe. Ne, diese Größe, 500 Hektar, das ist wirklich toll. Wie fängt sowas eigentlich an? Also man hat auf einmal, okay, man kriegt mit, da gibt es einen Flughafen, der wird frei. Also was machen wir damit? Wir bauen auf jeden Fall, in Berlin brauchen wir Wohnungen. Fängt es mit den Wohnungen an oder wie denkt man? Es hat angefangen 2008, als wir Tempelhof geschlossen haben. Und da hatte man sich keine Gedanken gemacht vorher. Das Resultat kennen wir. Und da sagte dann die Stadtentwicklungsverwaltung, das passiert uns nicht nochmal. Wir haben 2008 begonnen, großes Partizipationsverfahren, offene Frage. Liebe Bevölkerung, was wollen wir mit dem Ding machen? Und dann kam das raus, was wir alle kennen mit dem Masterplan. Der Senat hat eine Entscheidung getroffen, nämlich es soll Zukunftstechnologien gewidmet werden. Es geht um eine nachhaltige, grüne Reindustrialisierung. Und das Wohnenthema, das kam später dazu. Da ist das Schumacher-Quartier rausgekommen, also fast 50 Hektar Plangebiet mit dann am Ende 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten, also Platz für 10.000 bis 12.000 Menschen. Mhm. Und wenn wir es ums Wohnen erweitern, dann gleichen wir auch die Interessen in der Stadt aus. Wir haben ein großes Naturschutzgebiet, das entstehen wird, also ökologische Ansprüche. Wir haben was für die Industrie getan, was für die Wissenschaft getan. Wir haben fast 40 Hektar Wissenschaftspark im Zentrum und wir haben das Wohngebiet. Das ist schon eine tolle Kombi. Also der journalistischen Dramaturgie folgen müsste ich die Frage als letzte stellen, aber ich denke, es interessiert eigentlich alle als Erste. Wann Tower! Ja. Ich wusste es. Ja. Nee. Gibt es ein großes internationales Rennen, weil das ist ja einer der prominentesten Plätze Berlins. Und deswegen halten wir ihn ganz zum Schluss bereit für den Weißen Ritter. Also mal sehen, was da noch Großes kommt. Wir warten noch ein bisschen. Darf ich fragen, wer sich beworben hat? Fragen darf ich's, ne? Ja, also es gibt, also ich weiß, dass große Begehrlichkeit besteht bei einem RBB-Moderator, den ich ganz gut kenne. Ansonsten jeder aus dem Freundeskreis hat bereits nachgefragt, tatsächlich. Und es gibt auch einige Firmen, die sich interessieren, aber das sind halt eher so kleinteilige Geschichten. Dafür würden wir es nicht weggeben, sondern sagen wir, ein DAX-Konzern entscheidet sich, wir kommen jetzt nach Berlin, legen hier unsere Konzernzentrale hin und dafür kriegen wir dann auch den Tower da. Da können wir reden. Gut, da bin ich offensichtlich nicht satisfaktionsfähig. Ich würde vorschlagen, wir halten uns dann an anderen Stellen auf. Vielleicht mal in die Richtung, da war ich noch nicht. Okay, gehen wir darüber. Was macht man denn mit so einer Halle? Ein paar Eierkartons, eine Decke und ein Tonstudio wird nicht funktionieren. Bleibt es stehen? Wird es abgerissen? Die Akustik ist grandios, das Gebäude ist grandios. Nein, also Rockkonzerte hier drin würden tatsächlich schwer funktionieren, einfach weil die Akustik extrem kompliziert ist. Aber wir haben was viel Besseres vor, nämlich unsere Berliner Feuerwehr. Wir wollen die großen Hangars umnutzen und eine der modernsten Rettungsdienstakademien Europas kreieren, was ein Wahnsinnsprojekt ist. Was auch europäische Strahlkraft haben wird. Und das ist auch Urban Tech vom Feinsten. Ja, du musst ja über Rettungseinsätze nachdenken. Die bauen dann hier Fassaden auf. Die Berliner Traufhöhe wird eingehalten. Und dann kommen Flammen raus und die proben dann den Rettungsangriff, aber im geschlossenen Raum. Das heißt, sie können wetterunabhängig proben und trainieren.
Und solche Konditionen findest du sonst nirgends. Kann jetzt auch noch was Neues dazukommen, weil die Stadt selber hat ja nach 100-jährigem Jubiläum sehr viele Begehrlichkeiten entwickelt. Über das Wohnen haben wir vorhin gesprochen. Das ist quasi ein akutes, aber eben tatsächlich ein aktuelles Bedürfnis auch da. Kann da jetzt noch was kommen? Der Naturschutz ist wichtig. Ist auch ein ökologisches Modellprojekt, was wir haben. Und wir brauchen, weil wir einige Biotope zerstören müssen auf Baufeldern, müssen wir Ausgleichsflächen vorhalten. Das wird auch ein Naturschutzgebiet. Und deswegen ist, was wir hier planerisch rausholen können, für die Stadt bereits rausgeholt. Das heißt, es wird keinen zusätzlichen Quadratmeter mehr für Bebauung geben, über das hinaus, was wir im Masterplan festgelegt haben. Wir fräsen uns so langsam durch das Ganze, durch diese 500 Hektar durch und bauen hier ein riesiges Stück Stadt. Aber eben naturverträglich. Zu meinem großen Unmut gibt es ja doch noch relativ viel Verkehr, einfach weil das Impfzentrum da ist, also quasi die Notwendigkeit besteht, dass der Flughafen angefahren wird. Mobilität ist aber natürlich ein zentraler Bestandteil. Das Schumacher-Quartier wird weitestgehend autofrei. Mhm. Was geschieht hier mit der Verkehrsanbindung, was das Thema Mobilität quasi auch nochmal als Innovatives in den Vordergrund rückt? Mhm. Wir haben von Anfang an, also ab 2012, dafür gesorgt, dass wir durchs ganze Gelände durch eine ÖPNV-Trasse haben. Die ÖPNV-Trasse ist so ausgelegt, dass die Straßenbahn dann später darauf fahren kann, die vorgesehen ist für das Quartier, dass aber auch, und das macht es so spannend, eben autonomes Fahren möglich ist. Wir werden ein sehr engmaschiges Netz haben für Mobilität. Es ist eben am Ende kein autoorientiertes Quartier, sondern es ist ein menschorientiertes Quartier. Wir haben Schnellradwege, die durchs ganze Gelände führen, von den kleinen Rollern bis zu Drohnen. Wir werden sehen, ne? Also auch bemannte Drohnen werden ja irgendwann eine Rolle spielen, aber das passiert dann erst später. Wird das jetzt hier so eine Art Digitalindustrie, also quasi das, was Berlin nie hatte, nämlich eine industrielle Stärke, wird die jetzt kompensiert oder neu entstehen? Also wenn wir den Lebensstandard nicht senken, sondern weiterhin steigern wollen, aber gleichzeitig den Ressourcenverbrauch dramatisch senken wollen, geht das nur mit Digitalisierung. Mhm. Und das steht im Kern von allem. Eigentlich ganz schön, ne? Also in diesem mehr oder weniger eckigen Rondell quasi an Nachhaltigkeit zu denken, da schließt sich der Kreis. Das Hexagon. Das Hexagon. Also inmitten der Leere fällt jetzt schon auf, was für ein futuristischer und moderner Flughafen Tegel war. Deswegen hängen wir auch so an der Architektur. Es basiert alles auf einer Dreiecksstruktur, aus der dann das Hexagon entstanden ist. Und es ordnet sich hier alles im Dreieck unter. Aber das Futuristische ist ja fast was Retro-Futuristisches, muss man sagen. Ist das, was es so besonders macht. Und wir finden ja, er kommt aus einer Zeit, in der man noch an die Zukunft geglaubt hat. Diese Struktur hier bleibt ihr erhalten. Ja. Ist das auch noch teilweise museal oder Denkmal? Das berühmte Merodach, das wird in jedem Fall erhalten. Auch hier im Inneren versuchen wir, die Anmutungen beizubehalten. Wir werden viel von dem Flughafenerbe, insbesondere wenn es aus der Originalzeit stammt, natürlich bewahren. Auch, weil es dem Ganzen einen Kern gibt. Du musst ja also so Projekte, wenn du die komplett neu gestaltest, dann werden die leicht seelenlos. Und mit dem Flughafenerbe haben wir einen Kristallisationskern, um den herum wir ganz vieles gestalten können. Also das von Anfang an Charme, das von Anfang an Seele. Aber hier sehen wir ja nun gar nichts, wie im Physikunterricht vorher. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Ich sehe aber natürlich von meinem geistigen Auge hier das erste Areal, in dem Wohnraum entsteht, das sogenannte Schumacher-Quartier. Warum hier und wie viele? Ja. Und zwar soll genau hier das Schumacher-Quartier entstehen. Warum hier? Weil es an der Stadt dran ist. Also wir sind direkt an Reinickendorf. Und wenn man von oben drauf guckt auf das Flughafengelände, dann sieht man, dass das so rausgeschnitten war aus der Stadt wie so ein Tortenstück. Und diese offen klaffende Wunde, sozusagen, die wollen wir wieder schließen und mit Bebauung füllen. Und dann ist das Stück da drüben, das Stück Stadt wieder ganz. Mittlerweile ruft sich doch jeder an und sagt, ich möchte auch gerne hier wohnen, oder? Ja, ich auch. Das Tolle an diesem Schumacher-Quartier, und das, deswegen macht es so einen Spaß, sobald man eine kritische Masse erreicht, und bei uns sind es ja über 5000 Wohneinheiten, die wir bauen wollen, also ein Quartier für über 10.000 Menschen,
das ist dann schon eine richtige Kleinstadt. Und da kann man dann richtig nachdenken über soziale Infrastruktur, dass wir hier die Kitas, die Schulen, die Nahversorgung mit drin haben. Also alles das, was man wirklich zum Leben braucht. Entsteht hier die Berliner soziale Mischung, also die 30%, die quasi aus sozial schwächeren Schichten kommen, die untergebracht werden? Ja, sogar mehr als 30%, dadurch, dass die Hälfte der Wohnungen, die hier entstehen, werden von den Wohnungsbaugesellschaften realisiert werden und die eine Förderquote von 50% sogar haben. Also am Ende wird es 35-40% etwa geförderter Wohnraum. Ja. Uns ist total wichtig, dass die Berliner Mischung eben funktioniert. Und das heißt, jeder soll sich hier eine Wohnung leisten können. Gut, dann danke ich insgesamt für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Das ist für mich jetzt die Gelegenheit, das Gespräch zu beenden. Die Winde sind gerade günstig. Oh mein Gott, sehr liebreich. Jahre Groß-Berlin. Was damals als visionäres Projekt galt, ist heute Normalität. Und ich kann nur hoffen, dass Berlin auch weiterhin den Blick über den Tellerrand sich beibehält und in visionären Dimensionen auch weiterhin die Stadt vorantreibt. Der Blick über den Tellerrand und in die Peripherie ist wichtiger denn je. Auf dem Weg dorthin wünsche ich der Stadt alles Gute und gutes Gelingen.